Unser Körper ist wie eine gut organisierte Fabrik. Für einen reibungslosen Ablauf ist er auf Rohstoffe, Bauteile und Hilfsmittel angewiesen. Die gewinnt er aus der Nahrung. Das gilt auch für die Vitamine. 13 verschiedene sind es. Über den Magen kommt die Nahrung in den Dünndarm. Dort werden die Vitamine herausgelöst. Manche Vitamine sind wasserlöslich und werden direkt aus dem Darm in den Blutkreislauf befördert. Ist die Konzentration eines Vitamins im Darm sehr hoch, nimmt der Körper nicht immer alles auf. Es wird gleich wieder ausgeschieden. Es gibt auch Vitamine, die sich nicht in Wasser lösen, sondern nur in Fetten. Spezielle Lösungsmittel sind deshalb nötig, um sie aus der Nahrung zu isolieren. Im Blut brauchen diese Vitamine eine besondere Transporthilfe. Mit dem Blut werden sie in alle Winkel des Körpers geliefert. Dort erfüllen sie tausende verschiedene Aufgaben. Vitamin A stellt zum Beispiel einen Baustein für die Lichtrezeptoren im Auge. Es ist auch an der Knochenbildung beteiligt. Ebenso wie Vitamin K. Vitamin K ist aber auch bei Verletzungen vor Ort und hilft dabei, die Blutgerinnung einzuleiten. Blut braucht Eisen. Den Transport vom Darm ins Blut übernimmt Vitamin C. Es spielt außerdem eine wichtige Rolle beim Aufbau des Bindegewebes. Jedes Vitamin wird an vielen verschiedenen Orten im Körper auf unterschiedlichste Weise eingesetzt. Umso wichtiger ist es, dass ständig genug von allem da ist. Und der Körper ist vorbereitet. Er verlässt sich nicht nur auf den tagtäglichen Inhalt der Nahrung, sondern er speichert. Einige Vitamine werden in der Leber gespeichert. Andere im Fettgewebe. Sie können über Monate bis Jahre dort bleiben. Der Körper kann jederzeit auf sie zurückgreifen. Die meisten wasserlöslichen Vitamine, aber auch das fettlösliche Vitamin K, haben keine festen Lagerplätze. Dennoch reicht ihr Vorrat für ein paar Wochen. Der Körper überlässt nichts dem Zufall. Die Bauteile kommen pünktlich dort an, wo sie gebraucht werden. Eine logistische Meisterleistung. Ha! Erwischt! Wer die Endcard schaut, muss auch abonnieren. Es lohnt sich auch, denn hier gibt es regelmäßig neue Videos. Und ich habe so das Gefühl, die sind was für euch. Also, tut, was ihr nicht lassen könnt.